So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7. In der letzten Folge mussten wir versuchen, einen Hackvorgang durchzuführen, den wir erfolgreich erreicht haben. Dazu müssen wir jetzt in Hackbot 2.3. Die Vorgeschichte war, dass uns ein Unbekannter angerufen hatte und uns gedroht hatte und wir darauf einen Kumpel von uns angeschrieben haben. Dieser hat sich dann um uns gekümmert. So. Der übermittelt jetzt hier alles an Wolf, genau, unserem Kollegen, der uns die App rübergeschickt hat und so weiter. So, die Ex-Freundin schreibt natürlich wieder, dass wir Traumpaar waren und dass ich nur Schwachsinn rede. So noch sauer kommt drauf an. Ja, natürlich, worauf? Also... Das hört sich jetzt falsch an. Jetzt zwingt sie mich dafür, dass wir uns... ich bin mal höflich. Naja, dass wir uns jetzt wieder verstehen. Naja. Verstehe ich nicht. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Freundschaft ist immer gut eigentlich. Aber manchmal hilft es nicht mehr. Gut eben. Gute Antwort. Als wir nachts im Pool, oh mein Gott. Ich erinnere mich, ja. War ein schöner Abend. Eine schöne Nacht. Ach, am Pool, nicht im Pool. Ja, sowas lädt man da aber auch nicht hoch. Also. Ja, ich mach sie weiter an. So hört sich das gerade an, so. Ja, das wird sich eh wieder verschlechtern, ja. Ist egal, was ich genommen hätte. Ich habe eine Bitte, genau. Also ich bitte sie jetzt wahrscheinlich um was. Ach, ja. Ein Kumpel von mir braucht eine Zeichnung von dir, einen Avatar, einen Voice-Kopf. Ich würde sagen, Mona kann gut zeichnen. Stilisiert, guter Wiedererkennungswert. Dafür bist du doch genau die Richtige. Okay. Wer weiß, ob sie das jetzt machen. Ja, sie will jetzt aber wahrscheinlich was von mir, würde ich jetzt mal sagen. Sag ich doch. Oh, das sind Köpfe. Cool. Auf einen Wein, sonst sagt man mal Kaffee oder sowas. Nee. Wir nehmen Wein. Wir wollen natürlich eine gute Stimme. Es wird auch langsam mal besser. Man sieht hier, der Beziehungsstatus ist gestiegen. Ganz schnell vom Thema ablenken. Süßer. Das ist jetzt wieder so typisches No-Go-Gespräch. Hab ich Zeitung gelesen? Ich krieg keine Zeitung. Nein. Jetzt schickt er mir wahrscheinlich gleich ein Bild. Guck das mal an. Ja, sag ich doch. Von der Zeitung. Er steht mit 25.
Okay, kennen wir die? Die war doch in unserer Klasse, saß vorne direkt vorm Lehrerpult. Okay. Da steht, dass der Tote einen Sieben in die Haut geritzt war und ein Bibelsvers lag dabei. Na, Sieben. Interessant. Ist es, total. Dein Unbekannter hat das sicher auch gelesen und ist auf der bescheuerte Idee gekommen, dir so einen Quatsch zu schicken. Ja. Genau. Den Anruf können wir zum Beispiel auch wieder anhören. Richtig. YouTube. Ja. Ja. Ciao, Tom. Kommt jetzt drauf an, wer schreibt jetzt? Jetzt wahrscheinlich Wolf oder so. Wann schreibt eigentlich? Ja. Oh, okay. Wir schreiben ihn jetzt also persönlich an. Okay, ich gucke mir das an. Warte mal kurz. Also er guckt jetzt wahrscheinlich an, was der Bot ihm geschickt hat. Checkt da mal so einiges durch. Schickst du mir das dann eigentlich auch rüber? Mist, die Ordnungsdateien sind deaktiviert. Nichts zu machen. Alter, kann der schnell schreiben. Eine ZIP-Datei. ZIP, was war ZIP? Das Opfer. Fünf Sterne sammeln. Auf alle Fälle weiß ich, dass Leute, die auch gucken hier. ich habe nämlich vor kurzem die Nachricht bekommen, dass ich im letzten Video einen kleinen Fehler eingebaut hatte und dadurch eigentlich schneller hätte fertig sein können. War auf alle Fälle nett. Ich habe es mir dann auch direkt nochmal angeguckt bei mir im Archiv und habe festgestellt, dass das wirklich ein Fehler war. Also wie ich mich kenne, mache ich eh wieder Fehler. So. Den nehmen wir mal nicht. Oh. Ja, und wieder nur Fehler gemacht. Nee, ich mache jetzt mal eine Reihe weg. Und da noch eine Reihe weg. Shit. Und eigentlich sind wir doch hier voll. Ah, ich muss die Schutzschilder da unten zerstören. Mist.
Ja, wir probieren es mal. Juhu. Aber wir haben nur einen Stern bekommen. Wir brauchen eigentlich fünf. Das heißt, im nächsten Part sind wir dann schon fertig und werden direkt weiter übergehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schaut bei den Musikvideos mit vorbei. Und ciao.